Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um das neue Buch von der lieben Nikki Kiso gehen und zwar ist das der zweite Teil der Rock und Love Me Reihe und zwar ist dieser Damien und ja, wie mir das Buch gefallen hat, das verrate ich euch jetzt und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als Info wie immer vorweg, ich habe das Buch netterweise von der lieben Nikki als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Nikki, an dieser Stelle nochmal für dein Büchlein. Ich habe mich sehr gefreut, dass du es mir wieder zur Verfügung gestellt hast und ich es lesen durfte. Und ich habe dieses Buch ernsthaft in 2 Tagen gelesen. Ich habe es gedacht so, ja, mal gucken, liest es ganz gemütlich und entspannt und machst dir keinen Stress. Und ja, dann war ich nach 2 Tagen auch schon wieder fertig. Und ich kann wirklich nur sagen, dass dieses Buch sich extrem easy lesen lässt. Also man fliegt da wirklich nur komplett so durch die Seiten. Hatte ich in letzter Zeit nicht, dass ich so ein Buch mal so flutsch weggezogen habe, außer Idle letzten Monat. Aber ansonsten hatte ich das wirklich eine ganze Weile nicht. Und ja, auf jeden Fall habe ich das Buch ultra schnell gelesen. Es lässt sich, wie gesagt, echt sehr leicht lesen. Man fliegt nur so durch die Seiten. Aber als allererstes erstmal, worum geht es eigentlich? Im ersten Teil von der Rock and Love Me Reihe Blake haben wir die Band Remember Tonight kennengelernt. Und es ist jetzt so, dass in jedem Teil dieser Reihe ein anderer Charakter seine eigene Geschichte bekommt. Jetzt müsste ich Tina wieder fragen, wie das nochmal gleich heißt, diese Bücher. Ich vergesse es immer wieder. Das ist sowas, was ich mir niemals merken werde können. Auf jeden Fall geht es jetzt im zweiten Teil um Damien. Im ersten Teil ging es um Blake. Blake ist der Leadsänger und Damien ist einer der Gitarristen. Und Blake ist auch so der Draufgänger der Band. Er ist so der Bad Boy, der Frauenheld. Er ist halt so dieses typische Rockstar-Klischee auch. Und Damien sieht halt natürlich unglaublich gut aus und hat natürlich dadurch auch ein gewisses Selbstvertrauen. Jetzt ist es so, dass wir Damien zu Beginn der Geschichte in einer Situation begegnen, die nicht sehr, sehr schön ist, denn es ist der Todestag seiner kleinen Schwester und Damien hat eine Tradition an diesem Tag und zwar lässt er sich immer ein Tattoo stechen für seine Schwester quasi auch in Gedenken daran. Und ja, jetzt ist an dem Tag der Tätowierer krank geworden und ausgefallen und Damien ist darüber ziemlich, ziemlich sauer. Kann den Termin auch nicht verlegen, weil er mit seiner Band natürlich auch wieder Termine hat und Auftritte hat. Und er möchte jetzt aber seine Tradition nicht wegen so einem Scheiß dann halt aufgeben. Und ja, jetzt ist der kleine Ladenangestellte natürlich völlig verzweifelt. Damien ist auch nicht gerade klein, er ist ein großer, starker, breiter Mann. Im Buch wird er mit The Rock verglichen. Und ja, diese Angestellte ruft dann seine Arbeitskollegin Tamara um Hilfe. Und Tamara kommt auch sofort zu Hilfe geeilt quasi, sie wohnt auch nur um die Ecke von dem Tattoo-Studio und ja, fragt dann eigentlich, was so das Problem ist und dann erklärt ihr Damien das und sie sagt, hey, kein Problem, ich kann dir das Tattoo machen, ich kann den Stil imitieren, das ist nicht so schlimm. Damien ist bei dem Ganzen sich nicht ganz so geheuer, möchte aber auch eigentlich sein Tattoo gerne haben und ja, dann lässt er sich von Tamara auch mal beraten und dann zicken die beiden sich da schon die ganze Zeit an, denn wie gesagt, Damien ist halt ein Rockstar und so benimmt er sich halt auch. Er lässt übelst das Arschloch raushängen, aber Tamara oder Tamara, je nachdem, wie man es ausspricht, aber Tamara lässt sich das halt nicht gefallen, gibt ihm halt ordentlich Kontra und das ist ja so überhaupt nicht gewöhnt. Und ja, es ist für ihn nicht gerade hilfreich, dass sie auch noch unglaublich gut aussieht und unglaublich sexy ist. Und ja, er weiß jetzt nicht so recht, wie er mit der Situation umgehen soll, ist von allem auch so ein bisschen überfordert und überfahren, entscheidet sich dann aber schlussendlich dafür, sich von ihr das Tattoo stechen zu lassen und ja, die schöne Aussicht noch ein bisschen zu genießen. Und was dann während dieses Tätowiertermins alles noch passiert und worauf das Ganze im Endeffekt hinausläuft, das werde ich euch natürlich nicht verraten, das müsst ihr selber herausfinden. Aber schlussendlich geht es um die Geschichte von Damien und Tamara und ja, was mit den beiden halt alles so passiert. Und das ist einiges, kann ich so sagen. Und ja, mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch nicht verraten, denn mehr steht auch nicht so im Klappentext und ich möchte ja nicht zu viel verraten. Und ich kann nur sagen, dass die Geschichte mir vom Ansatz her wirklich gut gefallen hat. Es war auf jeden Fall mal was anderes, dass unsere Protagonistin halt so selbstbewusst ist und ihn halt auch voll Kontra gibt und aber auch ohne Rücksicht auf Verluste. Die beiden, die knallen sich da Dinge an den Kopf, das ist echt witzig. Also am Anfang habe ich das total gefeiert. Die Geschichte entwickelt sich dann auch in eine bestimmte Richtung, wo man halt auch merkt, dass die Charaktere sich verändern, dass sich die Einstellungen verändern und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde den Verlauf der Geschichte, den finde ich super, der hat mir richtig gut gefallen. Ich finde auch, wohin sich das Ganze entwickelt hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich kann nur wirklich sagen, zum Inhalt und Verlauf der Geschichte, top.
mochte ich sehr. Was die Charaktere betrifft, kann ich auch nur sagen, dass ich Damien als unseren Hauptcharakter mit in der Geschichte wirklich gut fand. Er ist am Anfang halt übelst der Arsch. Und er ist halt wirklich auch so richtig der Macho-Typ. Und er lässt das halt auch voll raushängen. Aber entwickelt sich halt in der Geschichte und er entwickelt sich halt in eine Richtung, wo ich mir denke, oh, das ist schon irgendwie, ne? Oh, das ist schon irgendwie ein bisschen süß. Und ja, da kann man das halt auch verzeihen, dass er halt am Anfang so ein blöder Pisser ist. Sage ich jetzt einfach mal. Was unsere Protagonistin Tamara betrifft, muss ich sagen, hat sie mir am Anfang äußerst gut gefallen. Aber es gab dann so einen Punkt, einen ganz, ganz bestimmten Punkt in der Geschichte, wo ich mir gedacht habe, du undankbares Miststück. Halt jetzt endlich deine Fresse. Dann, da ging sie mir dann wirklich auf den Sack. Also es, diese Situation, die da hervorgerufen wird, die kann ich euch nicht erzählen, sonst würde ich euch spoilern, ist so pro Damien und sie könnte dankbar sein und glücklich sein, dass er das für sie tut und sie die ganze Zeit nur mimimimi und mimimimi und ich hätte die vor die Wand klatschen können. Ich habe echt gedacht, halt einfach nur deine Fresse, du blöde Kuh. Also da ging sie mir zwischenzeitlich schwer auf den Sack. Das besserte sich dann zum Ende hin wieder, auch wieder an einer ganz bestimmten Stelle in der Geschichte. Aber dieser Zwischenraum, oh, ich hätte sie köpfen können mögen. Auf jeden Fall hat sie mich emotional abgeholt, ne? Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, also mal abgesehen davon fand ich sie eigentlich auch ganz cool. Es war auf jeden Fall definitiv mal was anderes mit den beiden. Es ist nicht so die typische klischeehafte Geschichte, wie man sie auch erwartet. Es sind natürlich Klischees in der Geschichte trotzdem drinnen, die bedient werden. Das ist halt einfach so bei Liebesromanen. Aber es ist nicht so diese ganz klassische, typische Liebesgeschichte. Deswegen fand ich das halt auch echt richtig, richtig toll, das Ganze zu lesen. Was die Nebencharaktere betrifft, kennt man sie auch aus dem ersten Teil schon. Niki hat ja auch so ein paar kleine Crossover zu Greatest Darkness eingebaut. Für alle, die das Buch vielleicht gelesen haben. Ja, sind ja so kleine Crossover drin, die man auf jeden Fall entdecken kann. Ich habe das eine nicht gerafft, das andere ja, aber den einen habe ich nicht gecheckt. Das hat mir Niki dann nur verraten, dass das der und der und der und der war. Das ist mir nicht aufgefallen in dem Moment. Auf jeden Fall finde ich ja solche Crossover immer sehr, sehr cool, wenn Autoren das aus verschiedenen Geschichten immer so mit einbinden. Das mag ich ja immer sehr. Ja, was das Setting betrifft, befinden wir uns in New York und dann noch an einem etwas anderen Punkt auf der Welt. Das möchte ich jetzt hier nicht verraten an der Stelle. Ich kann nur sagen, dass mir das Setting gut gefallen hat. Einmal das an dem anderen Punkt auf der Welt und einmal das in New York. Hat Niki super hingekriegt von den Beschreibungen her und den Umschreibungen her. Das konnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hat mir sehr gut gefallen und auch der Schreibstil von Niki hat mir wieder sehr gut gefallen. Der geht locker, leicht von der Hand. Wie gesagt, ich habe das Buch in 2 Tagen gelesen. Wo Niki auch sagte, was, du bist schon fertig? Ich so, ja, bin schon durch. Ging mega fix. Bin so durchgeflutscht durch die Geschichte. Und es gab halt keine Stellen, wo ich gesagt habe, boah, das ist langweilig oder ich habe jetzt keine Lust mehr zu lesen. Ich wollte durchweg dranbleiben an der Geschichte, was ja schon immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist. Ich muss sagen, die Geschichte war für mich nicht 100% perfekt. Es gab hier und da so ein paar Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, damit kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen oder das erschließt sich mir jetzt nicht, das Ganze. Aber das habe ich mit Niki immer. Also bei Niki in Geschichten habe ich das immer, dass ich sage, das ist für mich nicht logisch. Und Niki sagt, ja, aber doch, weil so und so. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Buch es war. Es gab ein Buch, war es Greatest Darkness? Ich glaube, es war Greatest Darkness. Da haben wir diskutiert und ich habe gesagt, das ist unlogisch. Und sie so, nein, das ist logisch. Und dann hat sie mir das versucht zu erklären. Aber für mich war das absolut nicht nachvollziehbar und absolut nicht greifbar in dem Moment. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist unlogisch. Sie so, nein, das ist logisch. Und das finde ich halt immer mega witzig bei uns beiden. Aber da ich halt weiß, dass das so ist, dass es halt so Dinge gibt, die sie halt komplett anders betrachtet und die sie halt auch komplett anders wahrnimmt wie ich, ist das halt so. Und ich finde das halt auch absolut nicht schlimm. Das versaut mir nicht die Geschichten oder irgendwas. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo ich dann halt so sage, okay, weiß jetzt nicht. Aber das habe ich halt in vielen Büchern. Also von daher ist das nicht schlimm. Aber ich finde es halt immer mega witzig, weil ich dann an solchen Stellen im Buch halt immer lachen muss eigentlich. Weil ich dann halt immer an unsere schönen Diskussionen denke, die wir immer führen über sowas. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Rock und Love Me Damien wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand den ersten Teil ja schon wirklich cool. Der erste Teil, Blake, ist noch eher so ein Jugendbuch. Also das tendiert noch eher so in die Jugendbuchrichtung, auch was den erotischen Anteil betrifft. Der ist da quasi nicht vorhanden. Aber jetzt im zweiten Teil, Damien, ist es definitiv ein Erwachsenenroman mit erotischen Szenen. Die beiden schenken sich auch nichts. Also
die poppen jetzt nicht die ganze Zeit in dem Buch, das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, aber es tendiert schon sehr in eine sexuelle Richtung. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch nochmal erwähnt haben, dass es definitiv ein erotischer Liebesroman ist, der schon eher an Erwachsene gerichtet ist, auch wenn Blake eher auch von Jüngeren gelesen werden kann. Mein Fazit zu Rock and Love Me Blake ist, dass es eine coole Fortsetzung vom ersten Teil ist. Ich jetzt mega gespannt bin auf die weiteren Teile, die da noch kommen werden. Und ja, ich freue mich auf jede einzelne Geschichte, die da noch kommt. Man hat ja im ersten Teil schon so ein bisschen was erfahren, auch zu den anderen Charakteren und zu den anderen Geschichten, die Niki da eventuell noch schreiben könnte. Deswegen freue ich mich da schon so unglaublich drauf. Und ja, Rock and Love Me Damien ist eine richtig tolle, coole, erotische Liebesgeschichte, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, denn es ist da nichts, wie man es erwartet. Das war meine Buchvorstellung zu Rock and Love Me Damien. Wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich bei euch immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.